Janisera, eine bittere Niederlage mal wieder. 1-2 heute. Erste Halbzeit ganz schlecht, zweite war ein bisschen besser, so habe ich es gesehen. Was war los heute? Man hat sich ja viel vorgenommen. Warum kann man einfach nicht ins Match richtig rein? Ja, kann man so schön verdient die Niederlage sagen. Gar nicht bitter, weil wir die erste Halbzeit wirklich gar nicht auf dem Platz waren gefühlt. Ich weiß es nicht. Dann schießen sie ein schönes Tor, muss man ja sagen. 1-1, alles wieder offen, Fans sind da und dann einfach zu wenig die Abwehrspieler am Ball und ein schöner Schuss von Vanicek. Und dann war, glaube ich, irgendwie so halbwegs wieder der Stecker raus. Ja, es, man kann dann wieder sagen, der Sky-Reporter meinte, es ist ein Pech, so ein Gegentor, aber wir können ja den Schuss auch verhindern aus 22 Metern, irgendwie sowas. Und das machen wir halt wieder nicht. Und wir kommen wieder einen Schritt zu spät. Die spielen, das ist ja, es sieht ja leicht aus, wie der Gegner es macht, weil wir es ihnen aber auch nicht schwer machen insgesamt. Und da, das, damit meine ich auch die ganze Mannschaft am Verteidigen, nicht nur die Viererkette oder sechs, sondern alle. Weil wir lassen sie einfach, auf dem Platz fühlt sich das schon schlecht an, ne? Und ich will es dann nicht wissen, wie es dann von außen aussieht. Ja. Ist das schlimm an? Ich habe auch gesagt, in der Reportage bodenlos, fast schon die Leistung der ersten Halbzeit. Nur irgendwie hab ich keine Erklärung dafür. Irgendwie. Man will ja und trotzdem funktioniert es kollektiv bis auf wenige Minuten dann nicht. Nochmal bitte? Man will ja, man merkt ja schon, dass der Einzelne will, aber irgendwie funktioniert es nicht, vorne und hinten. Ja, es ist, zwischen Wollen und Machen ist ja auch noch ein Unterschied, ne? Also, da will ich jetzt mal den Christian Gebauer loben, der die ganzen Wochen nicht gespielt hat. Und als er reinkam, mit was für einer Energie da auf der rechten Seite, der ist von hinten den Linksverteidiger angesprintet. Das siehst du ja auf dem Platz als Spieler auch. Und das gibt einem dann noch Auftrieb, wenn du weißt, boah, guck mal, wie der anläuft, jetzt laufe ich auch. Da muss jeder für den anderen, das ist nur mal ein Beispiel in der zweiten Hälfte. Da müssen wir es einfach innen rausziehen als Mannschaft. Und da müssen wir auch mal... Wir ergeben uns so und es ist so ja, lustlos, will ich gar nicht sagen, aber so, ja, so wie ein Schwertkampf und der sticht auf dich ein und so, ja, mach. So. Ja, so kann man es ausdrücken. Wie kommt man da raus jetzt, kollektiv? Es wird ja nicht einfacher, jetzt in Hannover in 8 Tagen so eine Niederlage erstmal wegzustecken, das gehört ja auch immer psychisch vor eigenem Publikum. Wie kommt man da gemeinsam raus? Ja, es muss jeder einfach auf dem Platz seine Aufgabe richtig ausfüllen, weil wenn er seine Aufgabe richtig ausfüllt, dann wird die Mannschaft auch besser aussehen. Und das natürlich dann als Mannschaft jeder seine eigene Leistung zusammenführen. Und da brauchen wir gar nicht für reden die Woche, da musst du einfach knallhart arbeiten und Punkte holen, fertig.